Servus, Burschen, ich habe einen Schaden mitten im Gesicht. Servus, Burschen, wir sind wieder back. Heute einmal ein Video zu unserem Opel wieder. Da ihr seht schon, Dax Factory im Hintergrund. Dax, bist du bereit? Volle Fälle! Ich gehe jetzt gleich mal viel zum Dax. Ich habe da nur ein bisschen Windunterschlupf gesucht. Und wir schauen sich heute sein neues 50 Kubik Maxi an. Mit Scheinbremsen, alles drum und dran. Und wir starten. Let's go! Die große Vorstellung, alle fragen sich schon, was mit dem Moped auf sich hat, wo das her ist, was das kann, für was das eigentlich ist. Du bist am Red Bull Ring damit gefahren schon, gell? Ja, ich bin nicht nur am Red Bull Ring damit gefahren, ich bin schon am Salzburg Ring, bin auch gefahren. Am Salzburg Ring auch? Ja. Da bist du auch mit dir gefahren? Nein, da bist du da eh nicht gefahren. Also du bist am Red Bull Ring schon gefahren damit, oder? Genau, also das Gerät ist ursprünglich gebaut worden. So eine Kombination für Beschleunigungsrennen, aber auch, dass man so kleine Rundkurse fahren kann mit 50 Kubik. Das ist das Ausschlaggebende bei dem. Ja. Da sind wir in einem anderen Glas vor, in einer quasi voll Schwächern. Ja. Aber da ist unser 50 Kubik Athena Zylinder von Lude Zuhälter Tuning. Okay. Bearbeiteter Zylinder. Dann haben wir in Kreislerkopf, dass wir eine gescheite Kühlung haben, mit einer Kaloten drinnen. Bleiben wir gleich beim Motor. Was haben wir da? Da haben wir einen Kupplungsdeckel, einen selber gemachten. Einer graviert, kleine Kühlrippen, so 1,5 mm tief. Ja. BVL-Zündung sehe ich da, schaut aus. Ja, Kupplung ist KTM noch drinnen. Ja. Aha. Zündung. KTM mit Döllerfedern aber, oder? Genau, KTM mit Döllerfedern. Ja. Dann Zündung, hast du schon gesagt, Zündung ist ein MVD drinnen. MVD? MVD. Okay, also kein BVL, MVD. Da haben wir ein hübsches Stangenaufführer gemacht, dass das gescheit hält. Ja. Schaut glaube ich gut aus. Was haben wir da?
MVD-Zündung, Membraneinlass. Ja. Warte, muss ich da rumkommen zu dir? Membraneinlass? GME Membraneinlass. Ja, selber gemacht, von Dax Factory, oder? Genau, ja, müssen wir nochmal drüber wischen. Lode zuhälter. Aha, da haben wir, okay, das heißt, du sagst nicht durch den Zylinder rein bei den 70er Dena, genau, sondern sagst durch den Membraneinlass, also durchs Kurbelkreis rein. Okay. Mhm. Ja, Seilzugstarter, eh klar, da haben wir ein bisschen Spezialedition. Dax Factory Buch. Mit graviert. Gibt es jetzt mittlerweile für alle Zündungen, oder? Genau, gibt es für alle Zündungen. Wenn es mal eine Zündung bringt, wo es einem noch nicht gibt, dann machen wir es dafür. Okay, www.taxfactory.com, gell? Genau. Best Pool Starter in World. Okay, was hast du da für einen Aussagstutzen? Das müssen wir auch noch genauer sagen. Ja, Aussagstutzen, ich kann da nicht sagen, von wo der ist oder was das für einer ist. Aber er hat da ziemlich gut aufgepasst, mit einem kleinen Spacer, mit so einer schrägen von 5 Grad. Ja. Passt es da ideal mit einem Bolini-Vergaser zusammen. Okay. Bolini-Vergaser, muss jetzt auch schauen, dass ich nicht liege, aber ich glaube, es ist auch 19 oder 21. Warte. Das steht auf der anderen Seite, gell? Ich glaube, dass es 21 ist. Ja. Aber kann ein 19 auch sein, sagst du? Bin mir jetzt nicht sicher. Welche Düse fährst du? Das verrate ich nicht. Okay. Auspuff, Vollchrom. B6, ja. Passt da auch, finde ich, lässig auf. Ja. Ich habe geschaut, dass ich die Details alle ein bisschen so in Chrom halte und ja. In Silber. Ja, den Luftfilter gibt es auch bei Buchshop zum Kaufen so. Athena Luftfilter, auch lässige Sache, passt da gut auf. Ja. Fußrasten, Mofa-Werk. Pistonarisch, ja. Da hinten haben wir einen Aussteller. Okay. Das heißt, da wo normal Luftfilter reinkommt, hast du einen Aussteller hingemacht. Das ist was Feines, hä? Ja. Dann haben wir da Magura, ja. MT5 Bremsen. Okay. Das heißt, wir haben vorne und hinten Scheibenbremsen montiert. Ja. Das ist eine lässige Sache. Geht gut. Ja. Taugt man. Wenn wir schon für die Bremsen sind, Tags, was braucht man da dazu, wenn man Scheibenbremsen haben will? Wenn man Scheibenbremsen haben will, ja. Braucht man in dem Fall am besten eine Radnorm, gibt es bei mir, ja. Zum Kaufen. Tagsfactory.com. Da passt genau die Bremsscheiben auf. Ja. Die Aufnahme muss man sich selber machen. Ja. Da muss man immer schauen. Da wollte ich jetzt auch nicht. Das will ich nicht verkaufen. Weil es doch auf die Sicherheit geht, da ist auch jeder für sich selbst verantwortlich. Gell? Das ist eine für gute Idee. Ja. Für die Bremsankeraufnahme. Ja. Okay, die hast aber du so ein Blecherl gemacht oder das draufgeschraubt genau, hast? Blecherl, das können uns Nachbarn. Das ist aufgeschraubt und einer angeschweißt zusätzlich. Ja. Gibt es ja ein Video, wie wir das machen bei deiner. Okay. Wo kriegt man so Bremsen? Bremsen kriegt man daher bei Bike Total Hartberg. Ist immer ein guter Händler für Rau und Teile, was für die Maxi auch passen. Der weiß genau, was man da braucht. Ist ein richtiger Buch-Maxi-Fanatiker. Der ist da tief reingerutscht in die Buch-Maxi-Szene. Jawohl. Okay, und das Ganze hast du hinten eigentlich auch nochmal. Das müssen wir hinten auch herzeigen, gell? Hinten genauso. Bremsanker, dass der da ein wenig versteckt ist, dass der nicht so offensichtlich ist. Ja. Da bin ich umgestiegen auf die andere, den anderen Haltezapfen. Ja. Das ist vorhin da mit den Vorgesängern quasi, also vorgesehen. Mit ja. Dem Loch oder was schon da ist, geht es ja nicht ganz aus. Okay. Da können wir nicht so viel hin und her rutschen. Ja. Dämpfer, was fährst du für der Hechen her? Weil viele sagen jetzt, das taugt mir genau, wie der dir verlegt ist. Was hast du da für ein Hechen? Müssen wir anmessen. Ich weiß es auswendig. Du weißt es auswendig? Das ist 290. 290 Hechen? Ja. Genau. Genau. Das fahren wir nämlich alle zu, weil das gerade so, dass es noch federt auch rein geht, gell? 92. Mit den dicken Reifen braucht man das nämlich. Dicken Reifen, da ist ja schon ein wenig grenzwertig. Wenn wir einfedern und hinten der Schwarz ist ein wenig verbogen, ja. Dann kann es sein, dass man leicht straff geht. Auf der anderen Seite sieht man das ein bisschen. Okay. Aber ich würde empfehlen, ein bisschen schmälere Raffen nehmen. Ja. Dann geht es auch besser weg. Und hast keine Probleme im Radkasten. Ja, Probleme im Radkasten, okay, ja. Dann der fetzige Kühlergrill, oder was eigentlich? Ein Kühlergrill. Da hinten ein Backeltrager ist eigentlich von einer EMS oder MV. Ich weiß es ja. Nicht ganz genau. Auf jeden Fall von so einer Stangl, Buch, Wackeltrager habe ich nur hinten angeschafft, vorhin da. Der ist nicht fest, aber so Beilag-Dinger gemacht, dass ich da kein Loch reinbohre, der liegt da nur auf. Ist okay. Quasi nur zur Zierde. Ja. Und hinteres Licht hast du auch ganz. Hinteres Licht habe ich lang gesucht. Ich würde da so einen quasi Torpedo, so einen amerikanischen, weiß nicht was das ist, 70er-Style.
60er, 70er Style. Wie die alten Amischläden haben. Genau. Ne? Geil war es gewesen, wenn es eine Spur weiter hinten rein, aber da habe ich nichts Passendes gefunden. Aber das ist schön klar und zart, passt auch gut auf. Ja. Sitz hast vom Bambana 46 aus dem legendärsten Buchshop-Unboxing, was es jemals gegeben hat, oder? Ja, das ist einer von den härtesten Settel in Europa. Okay. 1887, die härtesten Sitze, was sie in Europa jemals produziert haben, sind nicht für den asiatischen Markt geeignet. Ja. Licht haben wir selber LEDs reingemacht, das heißt, es ist jetzt nicht so richtig für in der Nacht zum Fahren, sondern eher, dass es lässig ausschaut. Okay. Aber es wird nicht hin. Ja, und Tacho? Tacho ist ein GPS-Tacho, der hat leider schon einen Sprung. Keine Ahnung, wie das gegangen ist da drinnen, dass der einen Sprung kriegt. Zu viel Leistung. Aber da haben wir durchgeschliffen, die GPS-Antenne quer durch und da hinten, unterm Sitz. Was ist das jetzt, kein Spaß? Nein, kein Spaß. Kabel durchgeschliffen, da unten ist der GPS-Empfänger. Wahnsinn, hä? Alter Vater, ja, das habe ich selber nicht gewusst. Ja, danke, was bleibt noch zum Sagen? Ja, alles, was es drüber zum Sagen gibt. Lässig zum Fahren und ja. Würde man eigentlich jeden Tag auf der Straße fahren wollen, oder? Das war eigentlich ein Alltagsgerät, gell? Weil es jetzt so ein bisschen. Hat Leistung und hat auch gute Bremsen. Ne? Gute Bremsen, Leistung, das heißt, du kommst gut weg, kannst gut stehen bleiben. Ja. Distance is your best right. Ja, gut, Burschen, das war also ein Tag sein neues Allround Maxi. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dankeschön, dass ihr euch das Video wieder alle angeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!